Nein, das will ich nicht. Aber eigentlich, der Eimer hätte gar nicht runterfallen dürfen. Dank unserer taktischen Brücke hier. Egal. Ich glaube, ich hab's auch, glaube ich, nicht richtig gemacht. Ich glaube, ich hätte auch... Moment. Ich glaube, ich hätte auch auf dem Ding hier stehen bleiben müssen. Oh, nee, warte mal. So. Und ich glaube, jetzt müsste der Eimer, der dürfte jetzt auch nicht runtergefallen sein. Genau, der ist jetzt hier nämlich drauf. Haha. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Wie wir das hinkriegen. Oh. Warte mal. Kann mich das Ding erschlagen, ist natürlich die Frage. Okay. Ich bin nur ein Eimerchen. Ich bin nur ein kleines Eimerchen. Das sieht ja cool aus. La 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 la. Hau ab, Rabe! Ach cool. La 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 la. So. Ach man, cooles Spiel. Überrascht einen auch immer wieder aufs Neue. So, das Eis sieht so aus, als könnten wir es einbrechen. Aber natürlich nicht zu empfehlen. Nicht zum zu Hause nachmachen. Aber da war auf jeden Fall was Rotes gewesen. Aber... Warte mal, da oben ist... Ah, warte mal, da ist ein Blümchen. Ich glaube auch das letzte Geheimnis. So, warte mal kurz. Ah, jetzt haben wir's. Ah, schön. So, was können wir damit jetzt erreichen? Kann man da noch weiter rausziehen? Nee. Hä? Oder ist da drüben noch was? Nein! Hä? Nein, nein, nein. Haben wir hier drüben irgendwo noch was? Aber es scheint so, als wenn... Warte mal kurz. Nein! Mist! Ach, diese Eisschollen immer. Ich glaube, das müssen wir da festknoten. Und dann müssen wir einmal rüber. Arriba. Oder auch nicht. Spring! Nein! Ach, Mann! Der versinkt auch immer so schnell. Ja, gut. Dann schieben wir es nochmal zurück. Aber es kann ja eigentlich nicht sein. Oder das irgendwo hier drüben noch eins. Das sieht aber nicht danach aus. So, das schieben wir auf jeden Fall erstmal wieder raus. So, hier drüben war leider nichts mehr gewesen. Warte mal, können wir jetzt irgendwas... Vielleicht können wir uns hier irgendwas herholen? Hä? Warte mal... Ach, Kacke, allein durch die Knoten kann der nicht so weit. Da reicht mein Mitdenkgehirn gerade nicht. Das reicht nicht hin. Was können wir mit einem so ein Ding machen? Da können wir doch gar nichts machen. Das reicht doch auch vor allem gar nicht mit dem Knoten. Ich hole mir erstmal die Rolle hier. Ich glaube, jetzt ist es schon wieder fast vorbei. Nee, oder? Warte mal, sind wir auf jeden Fall auf der anderen Seite? Warte mal, ich guck mal, ob da hinten noch irgendwas ist. Aber mitnehmen können wir uns ja hier... Nee, hier ist ja nur der Eimer. Ah, von da hinten mitnehmen hätten wir uns natürlich nichts können. Ach, ich sehe es gerade. Hallo? Ah. Warte mal. Hallo? Hä, hier ist doch was. Hallo? Warte mal, machen wir erstmal hier einen schicken Knoten ran. Sofern Jarni will. Nein, los! Die Eisscholle! Die doofe Eisscholle hat uns da unten gedrückt.
Aber da war doch noch was. Ich hab's doch gerade gesehen. Na gut, auf ein neues. Nein! Will jetzt nicht mehr zurück? Das kann ja nicht sein. Schade, das wäre das letzte Geheimnis. Oder das ist das letzte Geheimnis. Ach, das ist ja doof. Das kann ja nicht sein. Na gut, ein Versuch noch. Danach renne ich weiter. Ich will mich jetzt da nicht so zu sehr leider drauf dran aufhalten. Das kann doch nicht sein. Oh, der springt nicht. Der springt nicht mehr. Ach, Mist. Na gut, alles klar. Schade. Das letzte Geheimnis hätten wir uns theoretisch holen können, weil hier haben wir den kleinen Stock und da links daneben, da war was. Das habe ich vorhin habe ich gar nicht gesehen. Weiß ich gar nicht, warum. Da hätten wir uns ein Trampolin bauen können. Schade. So, hier haben wir nichts. Ach, hier können wir auch ein Trampolin. Nein, nicht so rum. So, Knoten nochmal weg. Und dann hier festknoten. So. Aber hier, das sieht doch schon wieder zu verdächtig aus. Ah. Warte mal kurz, wenn wir das jetzt zurückrollen. Kriegen wir das überhaupt so weit zurück? Kriegen wir ja gar nicht zurück wahrscheinlich. Na gut, schade. Alles klar. Die Hoffnung hätte es erlaubt. So. Ah, cool, dann können wir uns da eine Brücke bauen. Na gut, hätten wir uns da echt ein Trampolin bauen müssen vorne. So. Ich finde das aber auch cool, dass man die schwersten Dinge über dieses Garn rollen lassen könnte. Ach, wie cool. Ein Strohhäuflein. Was? Ich war jetzt gerade echt schon ein bisschen überzeugt davon, dass er eigentlich tot war. Na gut. Und die nächste Erinnerung. Ach, ein Spaziergang scheinbar. Mit dem kleinen Hündchen. Ob wir auf den auch noch treffen werden. Oh, guck mal da. Den kennen wir doch, Mr. Raberich. Ja. Aber ich... Ey. Ich will dir eigentlich helfen. So, wir sind ja nicht nachtragend. Ich hoffe, er ist auch nicht nachtragend. Beziehungsweise vergisst. So, mein Freund. Ach, wie cool. Wie schön. Eine Freundschaft. Das haben sie ja schön dargestellt. Ach ja, ein Freund. Ich hoffe, das erzählt er jetzt den anderen Raben. Mach's gut, liebes Vögelchen. Oh, wie süß. Ein kleines Garnvögelchen. Ausstrecken. Das ist ja cool. Jetzt haben wir einen kleinen Vögelfreundchen. Simsalabim. So, der Brief. Egal wie weit wir uns voneinander entfernen, wir sind nie weiter als ein Wort entfernt. Warum fällt es uns dann so schwer, wenn es doch eigentlich nur ein so kleines Aufwandsbedarf? Ja, ach, ich blätter mal falsch rum. Warte mal, den letzten Satz nochmal. Warum fällt es uns dann so schwer, wenn es doch eigentlich nur eines so kleinen Aufwands bedarf? Tja. Tja, bedeutet das, eine Dürre ist übers Land gezogen oder bedeutet das einfach nur, dass der Winter angebrochen ist? Ach, die sind doch immer überdeckt. Immer verstecken die sich so ein bisschen. Buy Airmail. Par Avoin. Pay Avoin. Doch Par Avoin. Ach ja, die Bilderchens. So. Guck mal, das Bild ist ja auch schon langsam vervollständigt. Ich glaube, es war letztens schon vervollständigt. So, rennen wir mal zur nächsten Erinnerung. So. Aber da haben wir echt schon eine Menge. Ich glaube, 4 Geheimnisse müssten wir da gefunden haben, eben gerade.
Und das letzte, das müsste dann eigentlich das gewesen sein, was da oben war. Na gut, gucken wir mal. Lalalala. Ja, 4 Stück. Schade. Naja, gut. Können wir jetzt leider nicht ändern. Wintersonne. Ja, der Schnee kommt also ins Tal. In seiner vollen Breite. Ein weißer Yarny. Das ist ja cool. Lalalala. Einmal schön mit Schnee bedeckt. Oh. Ah, man muss auch echt immer überall hingucken. Können wir uns hier einen Schneemann bauen? Cool. Lalalala. Bauen wir uns einen Schneemann. Ho. Ach, okay, alles klar. Hätten wir sowieso machen müssen. Aber warte mal. Ja, wir gucken mal hin, ob da noch was ist. Sieht ja niedlich aus, wie der hier durch den Schnee tapst. Ach, okay, alles klar. Hier kommen wir nicht weiter. Taps, 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 taps. So. Sieht immer so niedlich aus, wie der in, nein! Wie der in den Schnee fällt. Okay, warte mal, können wir da oben drauf? Nee, können wir nicht. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da jetzt rüber? Hm. Aber da hoch kommen wir natürlich nicht. Nein, nicht ins kalte Wasser. Ja, kalt. Viel zu kalt. So. Da kann das ja eigentlich nur mit Schwingen sein. Aber der ist natürlich so instabil hier, der Ast. Wie als wenn er das nicht wollen würde. Warte mal kurz. Hier haben wir nur unseren Schneeball. Ah, okay, alles klar. Just do it. With Nike. Einfach mal Schleichwerbung gemacht. Oh, ein Spaziergang. Vielleicht ist das ja der Sohn, der seine Oma besucht hat. Das kann gut möglich sein. So, da waren wir voll ins Garn gefeuert. Die ganzen Äste hier, die unter Spannung stehen. Nein. Mist. Da hätten wir wahrscheinlich gerade nochmal... Oh, Elche. Ach, Elche. Rehe. Aber Elche passt natürlich nach Schweden mehr. So, hier geht es weiter. Wie sich hier alles so von Schnee abdecken lässt. So, hier haben wir nochmal eine... einen Tannenzapfen. Die coolen Bälle. Die feiere ich ja so ein bisschen. Ach, in die Höhle rein. Gucken wir mal, wo er hinrollt. Oh, das sieht ja cool aus hier. Aber da oben war, glaube ich, noch was gewesen. Na gut, holen wir uns hier erstmal die Rolle. Und raus müssen wir sowieso. Warte mal, können wir den Ball mitnehmen? Nee, okay, der ist zu schwer. Na gut. Lag ich ja nicht so falsch mit dem, da oben ist noch was. Wie cool das alles aussieht, wie sich das hier von dem Schnee abdecken lässt. Nein. So. Weiter, heiter. Heiter, weiter. Wird man hier hin und her geschmissen? Nein. Ich dachte, darauf kann ich stehen. So, einmal festknotet. Und dann schwingen wir uns einmal rüber. Durch die Winterlandschaft geschwungen. So.
Weiter geht. Oh, ahahahaha. Mist, mist, mist. Oh, ich dachte, wir wären jetzt selber zum Schneeball. So, da oben. Ach, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder ein Trampolin bauen. Ach doch, da drüben. Warte mal kurz. Oder kommen wir da etwa so hoch? Ah, kommen wir auch so hin. Au.